Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Black Week. Am Freitag ist Black Friday. Ich glaube, das ist Heaven für uns alle Shopaholics hier draußen. Absolut, absolut. Ich kann es in dieser Woche, Leute. Es gibt so viel, was ich machen will. Ja, ich finde halt auch in der Woche, oder man fiebert, vor allem die letzten Wochen bis zum Black Friday oder zu der Black Week, richtig hin. Man fiebert hin, man wartet darauf, bis endlich diese ganzen Codes gedroppt werden. And I'm here to drop some codes and to drop your coins. Ich werde euch heute meine neuen Fave-Sachen von Naked zeigen und euch auch diese wunderbare Nachricht überreichen, dass ich einen 30%-Code habe. Und diese 30% geht auf absolut alles. Und es bedeutet, ihr habt auch 30% auf meine drei Kollektionen mit Naked. Egal, ob es die Sommerkollektion war, die Herbstkollektion und die Autumn-Winter-Kollektion. Alle drei sind mega bei euch angekommen. Es gibt nicht mehr so viel. Aber wenn ihr euch im Sommer zum Beispiel gegen die Sommersachen entschieden habt, weil ihr wart, okay, es war ein bisschen teuer oder so, dann könnt ihr jetzt gerne diesen 30%-Code benutzen und alles leer kaufen. That's not a problem. Das gilt natürlich auch für alle anderen Sachen. Ich weiß, die Naked-Preise sind ein bisschen teuer. Real talk, I totally understand. Deren Qualität ist halt aber auch einfach gut. Und ich bin halt jemand, I'm willing to pay a bit more for quality. So. Und ja, ich werde euch jetzt einfach mal ein paar meiner Lieblingsteile zeigen und dann auch noch ein paar Teile aus meiner Kollektion, damit es nicht zu boring ist für alle, die schon wissen, was in meiner Kollektion ist, ne? Als allererstes habe ich hier diesen lila Pulli. Der sieht so aus und der hat so Ballonärmel und das, was ich an dem feiere, sind das Ende von dem Ärmel, weil das kommt so richtig eng zusammen. Es sieht super, super nice aus. Vor allem, ich mag auch das Material. Es ist richtig kuschelig und so richtig weich, vor allem auch die Farbe. Ich habe sowas nicht in meinem Kleiderschrank. Ich bin auch gerade übrigens hardcore am Decluttern. Also im Dezember könnt ihr euch auf was gefasst machen. Und das ist eine Farbe, die ich nicht in meinem Kleiderschrank habe. Deswegen muss dieser Pulli in meinen Kleiderschrank. Ich habe die Größe M, weil ich mag es mehr, Pullis so ein bisschen mehr baggy zu tragen. Normalerweise trage ich auch alles immer sehr gerne eng, aber bei Pullis bin ich so, I need some a movement, you know. Der wird hier unten dann auch so ein bisschen enger, aber nur minimal. Sieht richtig geil aus, kann ich mir mega gut mit einer Lederleggings vorstellen oder einer Jeans oder auch mit einem Rock. So hatte ich es in meiner Instagram-Story an, mit so einem Lederrock on me. Of Me Collection. Muss ich dazu mehr sagen? Ich denke nicht. Ich habe das Kleid in einer Größe 36 und das ist so ein Overlap Mini Kleid. Wie ihr sehen könnt, es ist hier so weit ausgeschnitten und es sitzt so schön. Meiner Meinung nach ist es ein Ticken zu lang, aber I'm just the short dress kind of girl. Dadurch, dass es aber um die Waist so ein Gummiband hat, kann man das so ein bisschen hoch oder man kann das so ein bisschen reinzwängen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also man kann das so ein bisschen kürzer zaubern. Ich liebe den Schnitt von dem Kleid. Ich liebe diese, wie heißt das nochmal? Pailletten. Ich liebe die Pailletten. Auch innen drin ist da nochmal so... meine Lash noch dran. Innen drin ist da noch so eine andere Lage oder so ein anderer Stoff und dann kratzt es gar nicht. Es sieht wirklich sehr schön aus, egal ob für Weihnachten oder auch für Silvester. Ich habe auch noch vor, so ein Silvester-Holiday-Outfit-Inspo-Video zu machen, also falls ihr da Bock drauf habt, let me know down below. Ja, ich feiere das Kleid auf jeden Fall richtig und ich muss dazu nicht mehr sagen, because it's so nice. Ich kann mir das auch richtig geil zum Feiern gehen anziehen, vorstellen. Ich kann mir das auch sehr gut zum Feiern gehen vorstellen. So. Oder wenn man in eine Bar geht oder was essen geht. It's really cute. Also wirklich, sieht sehr richtig geil aus. Next in the line habe ich diesen Pulli hier. Der ist auch so schön und weich. Ich mag das mit diesem Rundhals voll. Ich stehe im Winter ehrlich gesagt nicht auf so deep Zeug, weil
Ich werde apparently sehr schnell krank. Ich sitze hier auch mit einer Wärmeflasche zwischen meinen Beinen, because I have a Blasenentzündung. She's living her best life, Alter. So Pullis feiere ich am meisten. Vor allem, was ich an dem so schön finde, sind diese drei Farben. Ich finde, die harmonieren richtig schön zusammen und man kann mega gut damit kombinieren. Zum Beispiel eine Lederleggings anziehen. Falls ihr euch fragt, ob ich noch irgendwas anderes anziehe aus einer Lederleggings, die Antwort ist nein. Ich ziehe nur noch Lederleggings an. Obwohl ich wieder in meine Jeans passe, bin ich trotzdem so... Nee. I'm gonna wear a Lederleggings. Und ich finde, dazu würde es perfekt aussehen. Man kann das natürlich auch mit einer Jogginghose anziehen oder auch mit einer Jeans, wenn du so ein Jeans-Kinder-Girl bist. Ich nicht so wirklich. Aber der ist auf jeden Fall richtig weich und schön. Ich habe den in der Größe. Als nächstes habe ich ein Accessoire. Und zwar dieser Schal. Der ist richtig schön. Ich stehe auch auf die... Oh, das Parfüm, das ich drauf hatte, war... Ich bin geflasht von diesem Parfüm. Ich liebe diese Farben, das ist ein bisschen so ausgewaschen. Ich hatte den in Hamburg an, der hat mich sehr warm gehalten. Trotzdem habe ich eine Blasenentzündung bekommen, aber just saying. It's really cute und sehr weich, null kratzig. Ich hasse es, wenn allgemein Klamotten oder auch Schals, oder? Kratzen. Ich finde, es gibt nichts, was unangenehmer ist und bei der ist so weich. Mit dem habe ich die ganze Zeit auch im Auto gekuschelt. Dann habe ich hier eine Hose. Ich war mir nicht so sicher, wie die so an mir aussieht. Ich fand die jetzt, to be completely honest, ich finde, die saß nicht so richtig an mir. Die ist in der Größe S und ich fand, die war ein Ticken zu groß. Ja. Ist halt so ein gerades Leg und ich bin halt ziemlich short mit meinen 1,63. 5. Ja, bin ich ein bisschen on the shorter side und dann sieht man so ein bisschen abgestumpft aus. Deswegen, aber vom Stoff her ist sie mega. Ich werde die wahrscheinlich eher zu Hause anziehen als irgendwo draußen, weil just being honest, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Ist ja nicht so, dass ich eine Mantelsucht habe. Aber der ist anders, Leute. Ich schwöre es euch. Der ist so der perfekte Teddycoat. Der war ziemlich lange out of stock bei Naked. Und als ich gesehen habe, dass er wieder drin war, ich war so... You are my period. Der ist so schön. Ich habe den in der Größe 34. Und was das auch alles so luxuriös macht, ist auch, dass das Innenleder... Innenleder? Das Innenfutter oder der Innenstoff so glänzend ist. Ich finde, das macht den Mantel extrem hochwertig. Außerdem würde ich euch raten, in den Naked Mänteln. Hallo? Bei was? Ach so, okay. Und was genau ist es? Super. Okay, danke. Mhm. Tschüss. Dieser Mantel ist auch eher so ein Teddy-Mantel, so ein Teddy-Jacket-Mantel, nur ein länger. Der hat hinten auch hier so ein Band. Ich finde, es sieht einfach mega, mega stylisch aus. Egal welches Outfit, egal zum Weggehen oder einfach casual zum Rausgehen. Alles ist möglich mit diesem Mantel. Ich feiere vor allen Dingen auch die Farbe. Ich mag so helle Farben im Winter sehr gerne. Klar auch schwarz. Aber gerade wenn ich so rausgucke und es sieht so trüb aus und so nicht einladend, finde ich so helle Farben einfach sehr schön fürs Auge, weil es alles so ein bisschen heller macht. Dann habe ich mir eine Sonnenbrille bestellt. Die fand ich auch richtig schön. Was sagt ihr? Ich mag so Sonnenbrillen mega, vor allem so im Piloten-Style. Und ich finde, bei Naked hat man eine richtig gute Auswahl an Sonnenbrillen. Es gibt nämlich auch Markensonnenbrillen wie Ray-Ban oder Le Spies oder Le Spies. I don't know. Da dürft ihr auch nicht vergessen, dass ihr da auch nochmal 30% auf alles bekommt. Und das höre ich gerne, denn wenn du so viel Geld für Designersachen ausgibst, dann freust du dich immer, wenn du so ein paar Coins saven kannst, ne? Dann wollte ich euch auch nochmal diese Jacke hier zeigen. Die ist aus meiner Kollektion. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut sieht oder ob das einfach nur ein schwarzer Fleck für euch ist. Jedenfalls ist das so eine richtig kuschelige Jacke mit Lederdetails hier an den Ärmeln und hier am Kragen. Wenn ihr diese Jacke fühlen würdet, dann würdet ihr wissen, wieso ich die so feiere. Die ist so weich. Die ist auch ein bisschen gecropped, also nicht so super lang, was ich sehr gut finde. Und
Hat hier auch so Taschen an der Seite, wo ihr auch was reinmachen könnt und nicht so Alibi-Taschen. Ich hasse sowas. Das hier ist tatsächlich noch eins von den Samples. Ich werde euch die mal unten verlinken. Die gibt es auch in so einem Creme Weiß. Die ist zurzeit ausverkauft. Je nachdem, ob Leute wieder was zurückgeben, dann kommt die wieder rein. Ansonsten ist sie weg. Und die war auch eins der richtig teuren Sachen von meiner Kollektion. Die kostet 112 Euro, aber wenn ihr meinen Code benutzt, kostet die nur 78 Euro. Was ich übrigens sehr geil finde. Dann habe ich hier noch einen Rock aus meiner Kollektion. Hier finde ich es auch mega schön mit diesem Innenstoff. Sieht einfach mega schön aus, vor allem mit dieser Farbe und dem Gold. Ich finde, mit diesem lilanen Pulli sieht dies bombastisch aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal, wenn ich mich zu schnell hinsetze, platzt ein Knopf auf. Aber es liegt an meiner ruckartigen Bewegung. Also, just to let you know. Ich werde euch den auch unten verlinken. Ich trage in dem übrigens eine 38. Das ist auch eins meiner Lieblingsteile. Dieses Top sitzt so unglaublich gut und es ist so weich. Dieser Stoff ist so ein bisschen wie so Spandex bisschen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob das das richtige Wort ist. Aber das ist so richtig silky smooth. Also man sieht keine Nippel durch. Du kannst einen Push-Up-BH drunter anziehen. Und ich mag diese Nude-Töne einfach unnormal. Es gibt es auch ein bisschen dunkler. Ich mag auch diesen Riffle hier vorne. Es sieht einfach mega gut aus. Es ist auch ein bisschen kürzer geschnitten. Bedeutet, wenn ihr eine High-Waisted-Hose oder High-Waisted-Rock anhabt, dann habt ihr nicht so viel Stoff, was so runterhängt oder was in der Hose oder in dem Rock stecken bleibt. Ich persönlich finde sowas immer richtig anstrengend. A Vibe. Wirklich ein Vibe. Und ich finde, dieses Top ist ein bisschen underrated. Also Leute, probiert's mal aus. Okay? Und da wir auch alle wissen, dass die Caro nicht genug Pullis hat, wollte sie auch unbedingt den Pulli aus die Laras Kollektion. Ich fand, der sah so schön aus. Und Doja fand den auch richtig geil. Der ist so ein bisschen ballonmäßig. Ich hab den in der Größe M und der ist richtig schön und weich. Also die Lara, I love it. Ich bin ja auch ein Junkie für Turtlenecks. Und ich hatte so ein weißes Turtleneck, auch von Naked, habe ich mir mal bestellt. Es ist weg. Ich verstehe nicht, wieso es weg ist. Es ist einfach weg. Ich kann es nicht mehr finden. Und deswegen habe ich mir jetzt das hier nochmal bestellt. Es ist ein bisschen cremefarbener, jetzt nicht wirklich weiß, aber trotzdem sehr schön. Man sieht ein bisschen die Nippel durch, deswegen im Try-On cover ich das auch ein bisschen. Da würde ich einfach einen nudefarbenen BH drunter anziehen and you're good to go. Also Turtlenecks sind im Winter für mich einfach essential. Es geht überhaupt nicht ohne. Und das letzte Teil, was ich euch zeige, ist aus meiner dritten Naked-Kollektion und ist eins der besonderen Oberteile. Denn sowas trage ich nicht oft, aber wenn ich sowas trage, dann ist es immer so ein richtiger nice Moment, sagen wir mal so. Der Grund, wieso ich die nicht anziehen kann, ist, weil mir 36 zu klein ist. Meine Boobs sind zu groß dafür, weil die platzen sonst raus. In der Größe 38 wird es perfekt sein und wie ihr sehen könnt, hier habt ihr so ein bisschen so Mesh-durchsichtig und hinten einen Reißverschluss und das Material ist auch so ein bisschen silky, wie ihr sehen könnt. Es ist ein richtiger Vibe. So Leute, das war's mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Don't forget to use my code 30% auf alles. Egal, ob es meine Kollektion ist, andere Influencer-Kollektion, andere Klamotten von Naked einfach. Es ist egal, auf alles. Ich hoffe, ihr freut euch über den Code. Ich weiß, sehr viele machen gerade für Naked Werbung. Ich hoffe, ihr habt trotzdem dieses Video enjoyed. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hoffe, ihr bleibt gesund. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye.